Ah, da ist doch noch mal unser Wasser. Wir brauchen nur noch eins. Perfekt. Ach du Scheiße. Das ist ja gleich wieder so eine Riesenhöhle. Ja, tut mir leid, aber ein bisschen muss ich sie ausleuchten, weil sonst besteht die Gefahr, dass die ganze Zeit hier spawnen und nicht da, wo sie sollen. Okay. Hingucken wäre schon auf jeden Fall von Vorteil. Soll ich mal gucken, ob ich hier an das Eisen noch rankomme? So. Das fällt zwar jetzt runter, aber ich habe ja eh vor, hier so ein bisschen runter zu gehen. Wisst ihr, wie ich das mache? Ich mache mir hier unten, ich mache mir mal hier das Wasser noch einmal hin. Dann schwimme ich hier schön gemütlich hoch. Die darf ich da nicht setzen. Schön gemütlich hoch, sage ich vor allem. Schön gemütlich runter schwimme ich mir hier. So, und da ist... Ach, schade. Es ist nur läppisches Lazuli. Ne, warte mal, den machen wir da rein. Wasser, so viel Wasser brauchen wir nun auch nicht überall. So. Dann schaue ich mal noch weiter. Vielleicht finden wir ja was. Auf was für eine Höhe sind wir hier? Ja, eigentlich doch eine ganz gute Höhe. Hier können wir Diamanten finden, wenn wir Glück haben. Wo ist denn mein Abgebautes gelandet? Vielleicht habe ich es schon zufällig eingesammelt. So. Und komm, lass mich doch da hoch. So, nehmen wir alles mit hier. Wir räubern die Höhle richtig aus. Hier oben machen wir auch mal noch eine Fackel. So. Weil es geht ja hauptsächlich erstmal ums Beleuchten. Ne? Ich höre schon ein Skelett. Ich hoffe, das ist keins von unserem Spawner. Zack, zack, zack. Das ist dann nämlich ziemlich doof, wenn die alle hier drin spawnen. Ich glaube im Umkreis von, lass mich lügen, 12 von dem Spawner können die spawnen, wenn da ein Hohlraum ist. Könnte jetzt aber auch sein, dass es nicht ganz genau stimmt, aber so ungefähr. So. Trotzdem kann ich den Spawnraum selber nur 9x9 machen, weil das sonst mit der Bewässerung nicht so schön funktioniert. Wisst ihr? Wo ist er denn, der Zombie? Hier ist er doch schon schön laut zu hören. Der hat uns doch hier auf die Fährte gelockt. Scheiße, das hört ja gar nicht auf hier. Das wird ja immer größer statt kleiner. Dann arbeite ich mich mal hier oben lang, weil ich die Lava eigentlich gar nicht unbedingt wegmachen möchte. Weil die das ganze Zeug ja hier schön... da ist er doch. Naja, das stirbt doch. So. Dann gehen wir noch hier so lang. Oh! Diamonds! I think there are diamonds! Komm her hier, dann schmeiß ich dich da runter. What the fuck? Ach stimmt, du wirst ja gelöscht, aber du wirst da jetzt reingespült. Und doch. Ja! Schön, schön, schön! Diamanten! Also beleuchte ich schnell mal hier noch ein Stückchen. Da ist zum Beispiel das Skelett, was wir die ganze Zeit gehört haben. Schade, dass du nicht mit dem... Oh, furchtbar. Man kommt kaum ran hier an den alten Knochenhund. So. Nichts gegen Hunde. So. Yay. Diamanten. Schön. Oh, sogar mehrere. Einmal. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs Diamanten. Ich freue mich. Schön. Das hat sich ja gelohnt. Da oben machen wir mal noch eine Fackel hin, wenn ich da so einigermaßen rankomme. Ja. Da auch noch. Weil da müsste ja ungefähr der Spawner sein. Da ist auch noch eine Höhle. Scheiße. Da muss ich leider auch nochmal schnell lang. Tut mir leid, dass wir jetzt hier so abgelenkt sind. Oder ich, dass ich hier so abgelenkt bin. Aber ihr wollt ja auch, dass ich es ordentlich mache, oder? Wir machen doch hier keine halben Sachen. So. Und hier noch rüber. So.
und wenigstens eine Fackel reinstellen oder auch zwei oder auch drei. So ein bisschen Gold. Das Gold lasse ich erstmal zurück, weil ich jetzt hier eigentlich nicht vorhab, zwischendurch schon wieder. Aua. Der war aber gut gezielt. Der war ja halb um die Ecke. So. Ach, da stehen sie alle hier. Das sind bestimmt aus dem Spawner. Der kann ja nicht so weit weg sein hier. Hab jetzt einen Bogen bekommen, ja. Und schon ist mein ganzes Inventar voll. Also muss ich doch nochmal hoch. Aha, wir sind jetzt von der anderen Seite. Gut, dann so weit können die eigentlich nicht spawnen. Bin mich jetzt hier ein bisschen verschätzt. Zack, zack, zack. Und da ist bloß der Pfeil nochmal runtergefallen. Da hat nicht jemand nochmal auf mich geschossen. So, ich kämpf mich mal einfach darüber. Okay, das war ziemlich gefährlich hier was. Wir sind hier drüben so lang gelaufen, wenn ich mich nicht täusche. So. So. Fuck. Boah. Okay, wir leben noch. Also schwimme ich hier wieder hoch. Wir haben das Ganze hier ein bisschen beleuchtet. Ich hoffe soweit, dass die, dass der Großteil der Skelette da spawnt, wo er soll. Und unser Wasseraufzug hat uns hier sehr gut geholfen, sehr gute Dienste geleistet. Und wir haben 42 Eisen und 6 Diamanten. Ich glaube, die bringe ich erstmal schnell in Sicherheit, bevor ich jetzt hier weiterbaue. Muss einfach sein. Ich finde, das könnt ihr auch einsehen, oder? Das seht ihr auch so. Gut, gut, gut. So. Zack, zack. Und da steht schon wieder der Enderman. Der hat es doch heute auf uns abgesehen. Und das ist doch schön, dass hier jetzt kein... Was ist los, Kollege? Oh, extrem übertrieben. What the fuck? So, hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Die machen wir mal noch weg hier. Jo, so. Bringe ich noch schnell hoch. Hüpf, hüpf, hüpf. Und ja, hier kommt auch noch eine Treppe hin. Und ja, auch noch in nächster Zeit. Ich bemühe mich. Und wie ihr seht, die Kekse bringen echt nicht viel. Das machen wir das nächste Mal nicht so übertrieben. Nein, da werde ich ein paar weniger Kekse machen und die bloß in die Truhe packen. Einfach damit wir von allem ein bisschen was haben. Was wollte ich jetzt hier? Ich muss doch da unten hin. So. Ich nehme mir mal... nix hiervon. Hier packe ich mal noch die ganze... Ach, dass ich die Kisten immer alle durcheinander würfeln. So, ich packe hier noch den Bogen. Oh, und das ist sogar... Ach, das ist doch mein Bogen. Dann mache ich den mal ganz einfach. So. Schön. So. Waren hier auch noch ein paar Pfeile, die nehmen wir auch mal noch mit. Dann können wir unten uns ein bisschen mehr zur Wehr setzen. Und jetzt hole ich aus dieser Kiste noch hier oben den Rest, das restliche Eisenerz heraus. Und eigentlich bräuchten wir mal noch eine Stelle, wo wir noch ein paar mehr Ofen haben. Damit wir nämlich immer gleich mehrere Sachen auf einmal brutzeln können, wenn wir das wollen. Und nicht jedes Mal hier hoch in die Küche müssen. Ich meine, schließlich sind das hier... Ah, auch gut. So, machen wir mal 8 rein. 8 ist natürlich eigentlich zu viel. Haben wir hier noch welche drin? Sehr schön. Und da packen wir mal noch so einen rein. So, jetzt muss ich das mal noch ein bisschen aufteilen. Ich nehme hier mal noch 2 raus. Ja, 2 müsste stimmen. So, dass das so ungefähr passt. Und ich schmelze mir nebenbei schon mal ein bisschen Cleanstone. Einfach, weil wir den später auf jeden Fall auch mal brauchen werden für irgendwelche Bauwerke. Meine Eisenhacke, die lasse ich am besten mal, packe ich einfach jetzt mal hier rein. Und ein bisschen viel Eisen habe ich auch gerade mit. So viel möchte ich eigentlich nicht riskieren, wenn ich schon auf Reise gehe. So,
Die Hälfte lassen wir mal noch hier. Und da haben wir doch schon wieder einen schönen Vorrat eigentlich. Erde, Erde, Erde. Nee. Ja. Brauche ich jetzt auch gerade nicht. Aber ihr seht ja, man braucht es öfter mal. Zum Beispiel... Oh, ich brauche eindeutig auch noch eine neue Kieskiste. Eine Kieskiste. So. Jetzt aber. Jetzt gehen wir an das Bauen der Monsterfalle. Weiter. An das Weiterbauen der Monsterfalle. Toll, hätte ich jetzt hier eine Treppe gehabt, da hätte ich einfach zurückgehen können. Aber nein. Gut, der macht ja nun nicht so viel Schaden. Wie sieht's denn aus? Mein Helm ist kaputt gegangen. Habe ich doch richtig gehört. Und das hätte auch passieren können, wenn wir die Diamanten dabei haben und dann am besten noch tot und unten nicht erreichbar. Okay. Da kann ich mich ja eigentlich noch glücklich schätzen, dass das alles so geklappt hat. So, mit der ganzen Lava hier überall ist eigentlich noch ein bisschen gefährlich. Das werden wir auch mal noch... Das werden wir auch mal noch ändern. Unten lang und dann hier hoch. Ja, hier war der richtige Weg. Oh, und schon wieder muss ich was essen. Also die Kekse haben ja einen Nährwert von nahezu null. Möchte ich mal so sagen. So, wie im echten Leben halt auch. So, da stimmt die Länge. Und der Zombie, der ist hier immer noch irgendwo am Machen. Ich ignoriere den jetzt einfach erstmal. Weil wir jetzt hier erstmal weiterbauen wollen. Oh, da ist noch eine Schicht drüber. Die muss auch noch mit weg. So. So, was meint ihr? Soll ich den auskleiden oder einfach hier erstmal so lassen? Ich wäre natürlich später leichter, das und das da einfach auszutauschen. So machen wir das auch. Ich stelle mir hier unten einfach mal einen Ofen mit hin. Und brutzel hier nebenbei. Ein bisschen Kohle hätte ich mir ruhig mitnehmen können. Okay. Du zeigst mir, dass es hier auf jeden Fall dunkel genug ist, dass ihr spawnt. Dann mache ich hier mal wieder eine Fackel hin. So, jetzt habe ich hier in alle Ecken nochmal die Fackel gemacht, außer da. Das wird auch die Ecke sein, wo die hin sollen. So, dann mache ich mir mal... hier den Raum lang. So, gucken einfach mal, wo wir hier rauskommen. Wir müssten ja eigentlich relativ genau an dem... an unseren Treppeneingang rauskommen. Beziehungsweise... müssten da relativ gut gezielt... Zack, zack, ich mach mal eine Fackel, damit ihr auch was seht. Ich hoffe, wir finden ja gleich nochmal ein bisschen Kohle. Wenn nicht, muss ich nochmal schnell in die Höhle gehen. Ich bin nämlich super vorbereitet und nehme gar nichts mit von den Sachen, die man für eine Höhlentour so braucht. So, und meine Diamantspitzhacke nutze ich auch schon ganz schön ab. Aber wir haben ja 6 neue Diamanten gefunden. Und das heißt, ich kann auch 6 Diamanten für diese Monsterfalle wieder verwursten. So. Weil wir werden nämlich eine ganze Menge buddeln müssen. Zumindest wenn das Ganze auch gut aussehen soll. Grundsätzlich ist... das ist gar nicht so aufwendig alles, aber ich möchte ja auch, dass es schön verpackt ist und dass man das zack, zack, gut sehen kann. Alles, so wie es ist. So, und dann sind wir doch schon bei der, das ist doch hier die Schlucht, ne? Okay. Ja, ein bisschen weiter vor muss ich noch anfangen mit der Treppe. So, wir versuchen einfach mal von hier, hier, zack, zack.